BVB Total im Doppelpass mit der Telekom. Hallo und herzlich willkommen bei unserem Feiertagsmagazin von BVB Total. Und die heutigen Themen sind: nach der Europa League ist vor der Bundesliga. Wir schauen natürlich noch einmal zurück auf das verrückte Spiel gegen OTS-BK. Und wir wollen natürlich vorausschauen auf unsere Partie gegen Ingolstadt. Und dafür habe ich mir einen sehr, sehr kompetenten Mann eingeladen. Ich freue mich, dass er heute hier ist. Horst Köppel. Horst, das Spiel gegen OTS-BK am Donnerstag, 4:3. Ein völlig verrücktes Spiel. Wie hast du das gesehen? Ja, zunächst muss ich sagen, ist ja nochmal gut gegangen, aber es sah ja nun wirklich nicht danach aus. Aber das ist, ich müsste wahrscheinlich irgendwo in einer anderen Sendung wieder ins Phrasenschwein reinzahlen. Das ist der Fußball. Wahrscheinlich war die Mannschaft gar nicht so richtig da. Ich habe gedacht, naja, wir fangen mal an und dann sehen wir schon und dann machen wir sie weg, putzen wir sie weg. Und plötzlich steht es nach 22 Minuten 3:0, was kein Mensch normalerweise jetzt nicht gesehen hat, glauben nicht können. Und dann, wie gesagt, hat sich die Mannschaft gefangen. Das Tor vor Halbzeit war natürlich ganz, ganz wichtig. Und nachher waren sie dann so, wie man sich das vorstellt, wie Borussia Dortmund normalerweise spielt, zweiten Halbzeit, 4:3 gewonnen. Es ist wieder nochmals gut gegangen. Ja, das stimmt. Ja, ein wahres Wechselbad der Gefühle. Und da werfen wir selbstverständlich noch einen kurzen Blick einmal zurück drauf. Was ist das denn bitte? Kann mich mal jemand zwicken? Wird sich sicher der ein oder andere gedacht haben. 0:3 nach 22 Minuten. Der BVB komplett im falschen Film. Die Mannschaft geschockt, aber sie zeigt Moral und dreht das Ding. Am Ende darf Schwarz-Gelb jubeln, die Borussia Sieger in einer verrückten Partie. Ja, Horst, was glaubst du, was hat denn zu dem schnellen und deutlichen Rückstand geführt? Was waren denn die Faktoren? Ja, ich glaube, ich war lange genug dabei und weiß ja auch manchmal, dass du als Trainer dann erzählen kannst, was du willst, musst die Mannschaft ernst nehmen. Es war ja im Vorfeld schon so, dass das überhaupt ein Spaziergang wird und das glaubt dann vielleicht auch der eine oder andere, ist nicht voll konzentriert und dann kommen diese schnellen Tore und dann läufst du natürlich hinterher. Wir sehen es ja auch oft in Pokalspielen in Deutschland, dass ein Amateurverein einen Bundesligisten gewinnt gegen Bundesligisten gewinnt, da ist die Einstellung nicht da. Und Gott sei Dank, wie gesagt, es hat noch geklappt. Sie haben es nochmal gedreht. Selbst wenn sie verloren hätten, glaube ich, dass es im Rückspiel dann hier in Dortmund sicherlich zum hohen Sieg reicht oder ein hoher Sieg wird. Und dann wäre es auch noch gereicht. Aber so war es schon besser. Und die Mannschaft hat sicherlich daraus gelernt, ein Gegner, der nicht so stark einzuschätzen ist, auch richtig ernst zu nehmen. Welche Rückschlüsse kann man aus so einem Spiel ziehen? Du als Trainer machst dir ja dann wahrscheinlich auch Gedanken, fährst nach Norwegen, denkst, eine Mannschaft, die kaum einer kennt, dort gewinnst du und dann liegst du so zurück. Ja, ich glaube, das ist auch die Stärke eines Trainers gegen solche Mannschaften, die wirklich als Außenseiter in so ein Spiel gehen, die auch vielleicht stärker zu reden als sie sind, dass jeder weiß, man muss es ernst nehmen, 100% die Einstellung, dann klappt es auch, dann hast du wahrscheinlich nicht die Schwierigkeiten, aber wir beide waren selber Fußballer, man glaubt ja nicht immer alles, was der Trainer sagt und vielleicht haben sie diesmal nicht. Ich habe dir immer alles geglaubt. Ja, ich habe dir gar nicht so viel gesagt, aber du hast mir meistens alles geglaubt. Aber manchmal hören die nicht richtig zu und nehmen das auch nicht ernst. Ich habe das auch, die Erfahrung schon gemacht, gerade beim Pokalspiel, wo wir gegen Amateurverein gespielt haben und dann erzählt, wie stark die sind, hat keiner geglaubt und dann haben wir auch das Spiel verloren. Das war so ein Beispiel, Amateurverein gegen Bundesligisten im Pokal. Das passiert jedes Jahr wieder. Durfte nicht passieren, aber das ist dann eine Einstellungssache der Spieler, die wirklich dann nicht richtig zuhören und meinen, das machen wir mit links. Der Rheinländer sagt, es ist ja nochmal gut gegangen. Ja. OTS-BK hatte im Vorfeld des Spiels eigentlich Schlimmes befürchtet und via Twitter vorsichtshalber
versuchte unsere Spieler durch eine angeblich neue Regel in Norwegen außer Gefecht zu setzen. Das vermeintliche Gesetz, 3 Stunden vor dem Spiel mindestens 1 Kilo Trockenfisch zu verzehren, haben unsere Jungs zum Glück nicht befolgt. Bereits am Wochenende bewiesen die Norweger Humor. Reus braucht 14 Minuten, um das 1:0 zu erzielen. Donnerstag wird härter. Der Galgenhumor bei OddsBK wächst. 2:0 nach 21 Minuten durch Aubameyang. Wir schalten den Fernseher jetzt aus. Die fast schon verzweifelte Schlusspointe im Tweet. 3:0. Gibt es irgendeine Möglichkeit für einen Fluglotsenstreik? Der Tweet vom 4:0 ist übrigens nicht überliefert. Schade. Trotzdem, starke Nummer, OddsBK. Ja, Horst, genau so sind uns die Mädels und Jungs in Norwegen begegnet. Witzig, freundlich, toller Humor. Hat echt Spaß gemacht. Ja, das waren 2 völlig unterschiedliche Vorstellungen. Gegen Gladbach, gegen Odds. Wie ordnest du den BVB im Moment ein? Also ich habe ja das erste Spiel nur im Fernsehen gesehen, aber das war schon eine sehr gute Vorstellung. Ich meine, sie haben gegen Gladbach gespielt, eine Mannschaft, die auch in der Vorbereitung hervorragende Ergebnisse gehabt haben. Aber sie haben von Anfang an dem Borussia Mönchengladbach keine Chance gelassen. Da war die Einstellung da, aggressiv gespielt. Man hat gesehen, sie wollen ein schnelles Tor machen, was ja auch gelungen ist. 3:0 zur Halbzeit, dann ist das Spiel im Grunde gelaufen. Was erfreulich war von BVB-Sicht aus, sie haben nicht nachgelassen. Man hat immer das Gefühl gehabt, sie wollen 4:0 machen, 5:0 machen. 4:0 ist ja gelungen. Bis zur 90. Minute. Und das ist das, was man als Trainer auch von der Mannschaft erwartet. Aber nicht nur in einem Spiel, sondern über die gesamte Saison. Nicht immer einfach, 34 Spiele, Bundesligaspiele, 100% zu geben, aber normalerweise ist es möglich und ich glaube, dass der BVB wieder auf einem ganz guten Weg ist, oben anzugreifen. Aber du weißt, wie wichtig ein guter Start in der Saison absolut. Ist. Absolut. Dieses 4:0, das gibt natürlich noch mehr Selbstvertrauen. Es darf nicht zu viel Selbstvertrauen geben, dann wird es nämlich auch wieder in die andere Richtung gehen. Aber ich glaube, der neue Trainer Thomas Tuchel hat es im Griff und ich denke, der BVB wird, ich habe es gerade erwähnt, ein ernsthafter Gegner für Bayern München werden. Drücken wir die Daumen. Was sich sonst beim BVB in dieser Woche noch getan hat, das schauen wir uns jetzt mal an. BVB mit Umsatzsteigerung. Der Vorsitzende der Geschäftsführung, Hans-Joachim Watzke, verkündete am Donnerstag im Rahmen der Bilanzpressekonferenz erfreuliche Zahlen. Der Umsatz liegt bei 276 Millionen. Das ist eine Steigerung von 6%. Marco Reus einsatzfähig. Der BVB-Totaltorschütze des Monats Juli trat die Reise nach Norwegen nicht mit an. Es handelte sich hierbei jedoch um eine reine Vorsichtsmaßnahme. In Ingolstadt ist Marco wieder dabei. Lukas Piszczek fällt aus. Am Dienstag im Training verletzte sich der Rechtsverteidiger an der Hüfte. Gegen Ingolstadt muss Thomas Tuchel also, wie schon in Norwegen, die Abwehr umbauen. Das Interview mit Marco Reus gibt es übrigens seit Anfang der Woche bei BVB Total. Unbedingt einmal anschauen. Ja, Horst, du warst Trainer beim FC Ingolstadt, unser Gegner vom Wochenende. Und wie beurteilst du die Entwicklung von Ingolstadt in den letzten Jahren? Ja, hervorragend. Ich meine, ich war da in der zweiten Liga. Zwischendurch waren sie nochmal in der dritten Liga. Inzwischen sind sie jetzt aufgestiegen, wie jeder weiß, in die erste Liga. Das ist eine tolle Entwicklung. Es hat sich viel getan in Ingolstadt. Ich war vor 5 Jahren, habe ich aufgehört da. Jetzt sind sie in der Bundesliga. Es ist auch nur noch ein einziger Spieler da, der damals zu meinem Kader gehörte. Also man hat gesehen, dass natürlich die ganze Mannschaft sich verändert hat. Sie haben gut eingekauft, sie haben die letzte Saison richtig gut gespielt und ich hoffe, ich habe gute Beziehungen noch zu Ingolstadt. Ich hoffe, dass sie nicht absteigen. Es wird alles schwer. Hoffe natürlich jetzt, dass sie am Samstag gegen den BVB verlieren und ich denke, der BVB wird auch mit der Leistung, die sie hier gegen Gladbach gebracht hat, keine großen Schwierigkeiten haben, aber sie müssen die ernst nehmen. Wir wissen jetzt, dass wir jeden Gegner ernst nehmen müssen. Das ist meine Botschaft. Und wir haben uns den Gegner von Sonntag einmal genauer angeschaut. Der FCI, eine Fusion aus den beiden Ingolstädter Vereinen MTV und ESV, startet 2004 in der vierten Liga. 11 Jahre später sind die Schanzer in Deutschlands Eliteklasse angekommen.
9 Jahre stand Michael Henke in Diensten von Borussia Dortmund, unter anderem als Assistent von Horst Köppel und Ottmar Hitzfeld. Seit 2013 ist der gebürtige Westfale in Ingolstadt an der Seite von Ralf Hasenhüttl tätig. Von Oktober 2013 bis Oktober 2014 blieb der FCI ohne Auswärtsniederlage. Die Stärke auf fremden Plätzen haben die Süddeutschen auch am vergangenen Wochenende mit einem Sieg in Mainz unter Beweis gestellt. Ja, der Auftaktsieg in Mainz, der macht sicherlich eine breite Brust. Was zeichnet die Mannschaft aus? Ja, ich glaube, dass die Mannschaft sehr spielfreudig ist, dass es sehr lauffreudig ist, dass es eine Mannschaft ist, die viel erreichen möchte. Den Aufstieg haben sie geschafft. Und jetzt glaube ich, dass sie unbedingt in der Bundesliga drinbleiben wollen. Das ist natürlich gefährlich für jeden Gegner. Aber ich bin der Meinung, der BVB, wenn sie das, hab's gesagt, wenn sie anknüpfen an der Leistung gegen Borussia Mönchengladbach, dann werden sie auch das Spiel in Ingolstadt gewinnen. Aber Ingolstadt wird ein schwerer Gegner sein, da bin ich mir ziemlich sicher. Das wird sicherlich ein völlig anderes Spiel als das Spiel gegen Gladbach. Worauf wird es bei diesem Spiel ankommen? Ja, ich weiß nicht, was die beiden Trainer vorhaben. Ob Ingolstadt den BVB kommen lassen möchte, kann ich mir gut vorstellen. Versuchen dann im eigenen Stadion sie auszukontern. Ich kann mir auch vorstellen, dass Tuchel sagt, spiel mal richtig nach vorne, wir sind so stark, das müsste dann uns auch ein schnelles Tor gelingen. Also ich glaube, dass es ein interessantes Spiel wird. Die Entwicklung, das weiß man ja, ein schnelles Tor für irgendeine Mannschaft wird das Spiel dann total drehen. Vielleicht ist dann die Taktik wieder ganz anders. Aber ich glaube, dass der BVB nach vorne spielt und ein schnelles Tor erzielen möchte, um Ingolstadt rauszulocken. Andererseits glaube ich, dass Ingolstadt sich hinten reinstellt und zunächst mal auf 0-0 und dann vielleicht auch auf eine Konterchance wartet. Wir sind gespannt, was am Wochenende so geschieht. Wenn ihr am Sonntag zu Hause auf der Couch sitzt und wahrscheinlich Nettradio hört, dann müsst ihr ja auch ein bisschen was trinken. Und da habe ich was für euch. Einen Kaffee könnt ihr in das Spieltagsangebot füllen und ihn bei dem Spiel trinken. Neben dem Bier natürlich. Also, die gibt's diese Woche als Angebot. 6,95 ist der Preis anstatt 9,95 Euro. Und ja, im Onlineshop könnt ihr die Tasse bestellen. Herr Horst, jetzt wäre es töricht, dich nicht nach einem Tipp zu fragen. Was glaubst du, wie geht die Begegnung aus? 1-2. 1-2, dein Wort in Gottes Ohr. Ein schönes Schlusswort von Horst Köppel. Das war's heute von BVB Total. Drückt unseren Jungs die Daumen. Wir sehen uns bald wieder. Tschüss, macht's gut.